Hallo zusammen zu einer neuen kleinen Serie, die ich hiermit beginnen möchte. Um was soll es in dieser Serie gehen? Das ist recht einfach erklärt. Es soll darum gehen, euch zu zeigen, was für Pflanzen und Tiere, falls ich sie denn vor die Kamera bekomme, hier im Wald leben und bei mir in der Nähe heimisch sind. Ziel soll es sein, dass ich euch die Natur näher bringe. Dabei möchte ich auf jeden Fall erklären, was so die Unterschiede sind der einzelnen Pflanzen und natürlich mit so ein bisschen Survival-Hintergrund, was essbar ist und was giftig ist. Ein kleiner Hinweis vorweg, ich bin kein Botaniker oder ähnliches, somit habe ich mir die verschiedenen Informationen mit bestem Wissen und Gewissen recherchiert und selbst angeeignet. Von daher könnte es sein, dass sich der ein oder andere Fehler einschleicht. Falls dies passieren sollte, schreibt es jeweils unter das Video, wo es passiert ist, mit rein. Dementsprechend wird dann eine Korrektur stattfinden. Die Videos möchte ich so aufbauen, dass immer kleine Filmchen entstehen, die ich euch zeigen kann, die allerdings auch jahreszeitabhängig sind. Ich sammle jetzt nicht über die verschiedenen Jahreszeiten die Informationen zu den einzelnen Pflanzen und dergleichen und packe die dann zusammen in einem Video. Somit wird es dann sein, dass die Beschriftung der Videos dementsprechend auch abhängig ist von dem, was ich euch zeige und somit dann verschiedene Folgen entstehen, die zum Beispiel über die Birke im Sommer geht, im Frühling, im Herbst und Winter. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die kleine Serie, die jetzt hier wachsen wird. Von daher schaut bei Facebook, Google Plus, auf meiner Fanpage bei Facebook, auf meiner Homepage vorbei, kommentiert die Videos ordentlich und abonniert meinen Kanal und ich verabschiede mich und sage, macht's gut, bis zum nächsten Video.